Herzlich willkommen zurück bei Keep Talking and Nobody Explodes, dem Bombenentschärfspiel mit mir, dem Olli und dem Baron. Im gleichen Zimmer immer noch. Wir basteln weiter an Bomben bzw. entschärfen sie. Ja, nachdem wir immer noch nicht in die Luft gegangen sind. Noch nicht. Wir probieren die nächste, Pick Up the Pace. Jetzt wird's lustig. Okay. Reading this only uses up time you don't have. Chop, chop. Drei Module, drei Strikes, drei Minuten. Drei Minuten? Mhm. Okay. Okay. Letztes Mal hatten wir auch drei Module. Okay, ich beschreibe, was ich sehe. Er sagt mir, was ich tun soll. Okay, wir haben schon mal Zahlen, ein Maze. Und wir haben... Und wieder dieses Ding. Wir fangen mit den Buttons an. Mit den Button? Oh Gott, Alter, ich habe ein H mit einem Dreieck und unten eine halben Wölbung. Also so ein Euro-Symbol umgedreht nach unten. Ein Euro-Symbol umgedreht nach unten. Mit einem Dreieck oben und so einem H-Ausläufer. So okay, einem, ja. Dann den Smiley mit dem Schnörkel unten. Dann das I mit dem X. Ja. Und diese 6. Okay, dann zuerst die 6. Die 6. Dann das Euro-Dreieck-T-Dingens, okay, ja. Dann das X und dann das Smiley. Okay. Dann haben wir ein Maze. Ein Maze, okay. Erste Spalte, zweite Zeile grün. Und? Sechste Spalte, dritte Zeile grün. Okay. Und zweite Spalte, fünfte Zeile Dreieck. Und ich bin sechste Spalte, sechste Zeile. Dann musst du 1, 2, 3, 4 nach oben. Nein, Moment, 3 nach oben. Okay. 1, 2, 3. 2 nach links. 1, 2. 1 nach unten. 1. 1 nach links. 1. 1 nach oben. Nach oben? Ja. 1 nach links. Ja. 1 nach oben. 1 nach rechts. Okay. 1 nach oben. Okay. 2 nach links. Okay. 5 nach unten. 2, 3. Ja. Und 1 nach rechts. Eins nach rechts, genau. Okay, gut, Hammer. Dann habe ich wieder diese vier, also diese Zahlendinger, ne? Moment, wo sind meine Zahlen? Okay, hier sind meine Zahlen. Oben ist eine 4? Oben ist eine 4, alles klar. Vierte Position. Okay, ist eine 3? Ist eine 3, okay. Dann kommt eine 2. Dann wieder vierte Position. Ist eine 1. Dann kommt eine 2. Dann drückst du die 3, die du in der Stage 1 gedrückt hast. Die 3? Also die Zahl 3. Okay, ja, hat funktioniert. Okay. Dann kommt eine 3. Dann kommt eine 3. Dann drückst du auf die vierte Position. Okay, ist eine 4. Okay. Jetzt ist wieder eine 4. Jetzt ist eine 4. In Stage 3 hast du die 3 gedrückt, ne? Ja, war auf der vierten Position. Dann drückst du wieder auf die 3. Okay, ist die erste Position. Jawohl! Yes! 35 Sekunden haben wir noch gehabt. Hätten wir uns Zeit lassen können, Leute. Geburtstag ist das doch nicht. So, eine schöne Bombe. Ja, der Baron ist der perfekte Bombenkoordinator. Ja. Bomb Diffusing 101 haben wir freigeschaltet an der Errungenschaft. Seht ihr jetzt leider nicht, aber ja. Sagt mir Steam. Time remaining 35 seconds. Continue. Wir spielen gleich die nächste. Wir geben es uns heute richtig dreckig. Richtig. Also sind erst 4 Minuten vom Let's Play vergangen. Ich trinke mal einen Schluck, weil. Ja. Während also der Zeit, ne? Also wie lange einem 4 Minuten vorkommen können. Mhm. Oder kurz. Oder. Das ist so schöne. Viel. Das geht. Dauert. Ach. Ja. Der Mann steht unter Stress. Voll. Können wir mal reingucken. Ja, manche Sektionen sind noch gesperrt. Es gibt 6 Stages. Ne, 7. 7 Stages. Also 7 Sections. Wir sind bei Section 3 jetzt. Und die vierte und alle Folgen sind noch gesperrt. Die müssen wir noch freischalten. Okay. Section 3, Moderate. Am Anfang war es ja irgendwie Easygoing oder The Basics. Ja, das. Hidden Message. Dann irgendwann mal 5 Sekunden. Okay, a hidden message. Information can be obscured in ways that are time-consuming to decode. Uh-oh. In the world of bomb diffusing, there's a bad thing. That's a bad thing. Ja, das ist schlecht, wenn man Bomben entschärfen will. 5 Minuten haben wir Zeit, 3 Module und 3 Strikes. Gott. Ich habe Angst, auf diesen Startknopf zu drücken, ey. Es ist wirklich, wir schwitzen. Wir schwitzen ja. Wirklich. Wir sind wirklich am Sack. Ihr solltet das, wenn ihr mit irgendjemandem zusammenspielen könnt, oder das funktioniert ja auch über Teamspeak oder so, ihr solltet das echt mal ausprobieren. Es kostet auch echt nicht die Welt. Nee. Also,
15 Euro auf Steam. Das, glaube ich, ist das noch Early Access? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin da in einem Livestream drüber gestolpert und ich fand das so cool. Es kommen auf jeden Fall immer wieder neue Manuals raus. Im Moment ist es Manual 1.0. Richtig, wie man hier vielleicht sieht, das ist Manual 1 und dann steht hier irgendwo ein Code. Und genau, den haben wir am Anfang eingegeben und damit sind die Rätsel freigegeben worden. Und es lässt halt eindeutig darauf schließen, dass du dann halt nochmal irgendwann später andere Codes eingeben kannst. Und das haben die Entwickler auch gesagt. Das steht auch auf der Website von denen. Wenn sich die Version ändert, der sagt dir am Anfang, welche Version vom Manual du brauchst. Richtig. Und den Code. Und wenn dann ein neues Manual rauskommt, ist ein anderer Code drin. In der PDF-Datei, die kann man sich dann einfach runterladen und ausdrucken. Und so. Alles klar. Ich bin startklar. Ich nicht. Ich bin ja eigentlich der, dem der Dreck um die Ohren fliegt dann. Ach so, na dann. Ja, ach was? Hä? Was sagst du? Okay, wir starten mal. Wir starten mal. Ich bin gespannt. Gott. Nee, aber unbedingt eine Ausprobierempfehlung von meiner Seite. Müsst ihr mal ausprobieren. Das ist so lustig. Wenn ihr Freunde habt. So. Ein Simon Says Modul. Ein Simon Says Modul? Ja. Okay. Oh Gott. Simon Says ist ungefähr das Spiel, das wir spielen. Wir haben auch noch einen roten Button, falls dir der lieber ist, wo Hold draufsteht. Ein roter Button, auf dem Hold steht. Fangen wir da mal an. Okay. Es steht Hold da. Es ist nicht Abort, es ist nicht Detonate. Er ist rot? Er ist rot, ja. Hast du ein Label? Hast du ein Label, auf dem drei Buchstaben draufstehen? Ja, Bob. Bob. Okay, dann... Das ist Bobs Bombe. Wie viele Batterien hast du? Eine. Der Knopf ist nicht gelb, der Button ist rot und sagt Hold? Ja. Drücken und sofort loslassen. Das war einfach. Dann, man muss es aber erstmal finden. Ne? Dann Simon Says. Simon Says, okay. Grün hat's gesagt. Muss ich da jetzt schon was machen? One of the. Einer Flash. Grün. Blinkt, genau. Simon sagt grün. Was sagt deine Serien. Was sagt deine Seriennummer? RJQMA7. Es sagt nicht Vowel? Nee. Also V-O-W-E-L? Nee, gut, es hat RJQMA7. Dann, und grün blinkt. Und grün blinkt, ja. What? 3 Minuten noch. Jetzt geht da dieser Wecker los. Ah! Ein zusätzliches Spannungselement. Bist du schon weiter bei Simon Says? Drück auf grün. Okay. Rot. Ja, Strike. Was? Ja, Strike. Was? Ja? Ich glaube, jetzt fliegt es uns gleich um die Ohren. 2 Minuten 30. Hälfte ist schon rum. Ein Strike. Du hast einen Strike jetzt. Ja, ein Strike. Und grün blinkt. Grün blinkt, ja. Muss ich da drauf drücken, während es blinkt? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Okay. The original button will flash, followed by another. Nein, tut er nicht. Dann drück mal gelb. Strike. Was? Okay, wir machen noch das andere Spiel. Ja, dann machen wir. Was hast du noch? So ein grünes Feld mit X-Ound, O-U-N-D. Da sind 5 Buchstaben drauf. Und oben sind so kleine Tasten und unten steht Submit. Kannst du die Buchstaben ändern? Sind da, ja, kann ich. Okay. Kann Found draus machen zum Beispiel. 5 Buchstaben. Ja, Found. Found? Ja, alles klar, funktioniert. Dann haben wir noch Simon Says. Ich verstehe es nicht. 1 Minute! Wo ist mein Simon Says? Wir haben hier noch Anschlüsse dran, irgendwie, Batterien. Also hier.
Was passiert hier? Alter, jetzt müssen wir es im Dunkeln machen. Wo ist mein Simon Says? Es wird immer noch schwerer. 3 Sekunden noch. Warum? Wo ist mein Simon Says? Okay, es blinkt immer noch das Grüne. So ab und an halt mal auf. Ja, grün. Bumm. Ich habe jetzt mal auf grün gedrückt, während es geblinkt hat. Die Bombe ist in die Luft gegangen. Wir sind tot. Ich verstehe Simon Says nicht. Wir versuchen es nochmal. Was ist da los? Ich sammle mal meine Blätter ein. Ganz ruhig. Das war das erste Mal, dass wir in die Luft geflogen sind. Ja, tot durch Simon Says. Ja, aber die anderen waren echt, die haben wir schnell gehabt, ne? Ja, ja gut, aber mit dem Passwort, also mit diesem Passwort hat, oder wie heißt das hier? Ich schau mal kurz nach. Was für ein Spiel. Aber Simon Says verstehe ich echt nicht. Ja, mit dem Passwort, ja, da muss man, bis mit dem Found, hast du wirklich... Da hab ich Glück gehabt. Glück gehabt. Da muss man Wort wirklich eingeben und... Okay. Alles klar. Also, wir retryen. Ja. Probieren es nochmal. Die Chance hat das im Leben nicht, wenn es schief läuft, ne? Aha. Okay. Und sterbt nicht durch Simon Says. Diesmal ist kein Simon Says Modul dabei, dafür ist ein Press-Button, ein gelber da. Ein gelber Press-Button. Moment. Ich hab eine Batterie. Jetzt ist natürlich hier alles durcheinander, das ist sehr schön. Okay. Lass dir Zeit. Alles cool. Alles gut. Der Baron. Ja. Komm du mal in eine Position, dann reden wir nochmal drüber. Nicht meckern, sagen. Alles klar. Gelber Press-Button. Hast du ein Label an deiner Bombe mit 3 Buchstaben? Ja, Car. Car, ja. Okay, dann drück drauf, bleib drauf und sag mir die Farbe vom Knopf. Also vom Rot. Licht. Rot, dann, wann immer der eine einzelne Position. 1. 1, ja. Okay, hat funktioniert. Alles klar. Jetzt klingelt der Wecker. Ich habe noch so ein Read-Teil mit 6 Feldern. Ich muss kurz den Wecker ausmachen. Ein Read-Teil? So, das ist so ein Eingabeding, da sind 6 Knöpfe oben und oben steht Read. Okay. Hold like you're okay, next. Und dann haben wir noch eine Radiofrequenz für uns danach. Super. Alles Rätsel, die wir noch nicht hatten. Okay. Jetzt geht das Licht wieder aus. Super. Dieses Spiel macht dich doch psychisch krank. Was ist in der zweiten Spalte, in der zweiten Zeile? Was steht da? Zweite Spalte, next. Next. Oh shit, ich hab hier grad. Du hättest vorhin die Blätter nicht durcheinander schmeißen sollen, mein Lieber. You don't say. Danke für den Tipp. Oh ja, ich fliege halt nochmal in die Luft. 3 Minuten haben wir noch. Ihr seht mich sterben. Da. Eine Batterie. Aha. Label endet auf 6. Lass die Zeit, alles gut. Jetzt kommt der physische Stress. Ein schlechtes Zeichen. Wir werden versagen. Okay. Okay. Da stand in was stand da? Zweite Zeile, zweite Spalte. Next. Next. Ja. Ich habe noch 2 Minuten 15. 2 Minuten 10. Zwei Minuten. Komm schon! Was soll ich drücken? Using Button. Button, was? Ah, read the display and use the first. Read steht da im Display. To, 1 Minute 30 Sekunden. Ja, dann drück mal auf zweite Zeile, zweite Spalte. Rot, Strike. Falsch. Jetzt kommt was Neues.
Oben steht okay. Okay. Middle right, nothing left, blank, wait. Was steht erste Zeile, zweite, erste Zeile, zweite Spalte? Erste Zeile, zweite Spalte, right. Eine Minute. Was ist das? 55 Sekunden. Wir werden es sicher schaffen, diesmal. Alter, never, never. 40 Sekunden noch. Ja, dann ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Dann haben wir noch eine Radiofrequenz. Eine Radiofrequenz. 30 Sekunden. Können wir eh schon abschreiben, ne? Ja, die schaffen wir aber noch. Blinkt da was? Ja, ein gelbes Lichtle. Dann da müsste irgendwann mal eine Pause sein und dann ist es ein Morsecode und du sagst mir lang, kurz, wie es blinkt. Okay. Kurz, 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 lang. Kurz, 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 lang. Ja. Also viermal kurz, einmal lang. Ja. Boom. Nein! Wieso? Das typische Level, a hidden message. Ja, da stößt du an seine Grenzen. Ich hab's ja noch relativ leicht, ich muss nur das machen, was er sagt. Ja. Er muss hier durch die ganzen... Du solltest vielleicht mal die Blätter ordnen. Ich sollte die Blätter ordnen. Ja, ordne nochmal die Blätter. Mit allen, die wir jetzt ungefähr schon hatten, weil ich glaube, so viele neue kommen jetzt nicht dazu. 21, 20, 16, 17, 18... Oh Mann, was für ein Spiel. Ich sag's euch. Ich finde das Menü auch wunderschön, wie so ein Schreibtisch. Da liegt ein Aktenkoffer, ein Ordner und ein Schnellhefter. Ja. Das war's. Und hinten stehen Kisten. Das sieht fast aus wie bei dir in der Wohnung. Ja. So sieht das ungefähr das Büro von einem Bombenspezialisten aus. Wissen wir natürlich alle. Ja, das... Waren wir ja alle schon mal? Richtig. Puh. Ach du Scheiße. Das ist... Der Schwierigkeitsgrad zieht wirklich mit der dritten Section zieht er richtig an. Mhm. Obwohl wir so lange Zeit haben. 19. Oh Gott, ich schau mal gerade, was auf uns zukommt noch. Die letzte Stage ist 8 Minutes, heißt die. 8 Module, 8 Minuten und 3 Strikes. Ich sehe hier schon ungefähr, was noch auf uns zukommt. Und5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Das ist sortiert. Okay. Das Werk ist vollgerichtet. Okay. Ich bin bereit. Wir versuchen es nochmal. Die Folge ist gleich schon wieder aus. Haben wir eine Bombe entschärft schon? Nee, ne? Am Anfang haben wir, glaube ich, eine Bombe entschärft. Richtig. Okay. Ich sehe... Drähte. Wir fangen mit Drähten an. Da sind gelbe dabei, es sind 6 Drähte. 6 Drähte. 3 gelbe. 3 gelbe. Hast du ein rotes? Ja, oben. Dann das vierte Kabel durchschneiden. 1, 2, 3, 4. Okay, hat funktioniert. Okay. Dann haben wir Simon Says und die Frequenz. Wie fangen wir mit der Frequenz an? Fangen wir mit der Frequenz an. Die wenn ich sie denn finde. Okay, dann wart auf die Pause. Okay. Lang, kurz, kurz. Nee, warte mal, nochmal. Kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz. Alter, die Frequenz. Alter, was? Nochmal. Bei Morse, da komme ich irgendwie nicht mit. Okay, Pause. Dann. Kurz, kurz, kurz. Kurz, lang. Nee, warte mal. Alter, das check ich irgendwie. Das check ich jetzt gerade nicht. Okay. Kurz, kurz, kurz. Wir warten nochmal auf die Pause. Okay. Kurz, kurz, kurz. Mhm. Kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, kurz.
Plan. What? Oh, es klingelt böse. Kurz. Also dreimal kurz, dann kommt kurz lang. Ja. So. Warte. Okay. Nee. Da ist die Pause, warte. So, jetzt. Okay, dreimal kurz. Mhm. Kurz, lang, kurz, kurz. Kurz, kurz, lang. Kurz, 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 lang. Kurz, kurz. Also dreimal kurz. Mhm, dann kurz, lang, kurz, kurz. Genau. Und danach? Kurz, kurz. Und dann lang. Dann stell auf 3,522 MHz ein. 3,522. Ja, hat funktioniert. Ha! Und dann Simon Says. Rot blinkt. Rot blinkt. Nur zwei Minuten noch. Ach komm. Einer blinkt. Okay. Car ist wieder die. Und Int habe ich. Und eine Batterie. Die Seriennummer? 04 hat I. Hat die ein Vokal? SS2. Ein Vokal? I wahrscheinlich. Dann. V ist Vokal, oder? Wow, ja, ist Vokal, ja. Okay, also hat ein Vokal oder ja, kein? Hat einen, hat I. Dann, ja, das war dann vorhin mein Denkfehler. Ah, jetzt fängt es an zu verstehen. Okay, und es blinkt rot. Genau. Dann drück auf blau. Okay, funktioniert. Jetzt hat er rot-blau. Angezeigt. Dann drück rot-blau-rot. Oh. Oh, fuck! Hat nicht funktioniert. Ah, ich hätte nochmal warten sollen, ey. Scheiße, ey. Wenn du einen Strike hast, dann. Ja. Aber wir sind schon mal einen Punkt weiter bei Simon. Aber dieses Morse-Spiel ist echt hart, weil so schnell wie das blinkt. Ja, wir müssen leider schon wieder Stopp machen hier. Sehen uns aber dann in der nächsten Folge, wenn wir diese Scheißbombe auch entschärfen werden. Versprochen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.